gut, alles gut. Nein, nichts passiert. Abseits, sag ehrlich. Ich hab nicht gesehen. Ah. Scheiß auf Glam zum Glamour oder irgendwelche Weltstars, die Hauptsache ist Hansarbeit gefällt. Dieser Track ist für dich, ich hoffe du behältst, was doch wichtiger ist. Hansarbeit gefällt. Achter Spieltag, Baller League wieder. Spannend. Die letzte Zeit haben wir nicht so gut performt. Immer die ersten 2-3 Minuten verpennt und fast immer deswegen auch irgendwie verloren. Deswegen sind wir diesmal, haben wir uns heute getroffen und haben mit 6 Spielern ein bisschen trainiert. Ja, jetzt können wir wechseln. Sehr gut. Positionswechsel, der geht da rein. Und dann spielst du an und dann entsteht die Situation. Ja. Was ist der? Dass du dann hier in diesen Rücken reinkommst, du hier hochgehst und der nur dich im Auge hat und ihn vergisst. Wir spielen heute gegen Golden 11 und die müssen wir schlagen. Keine andere Möglichkeit, es gibt nur, wir müssen siegen, egal wie. Die werden immer mit langen Bällen spielen, wir versuchen Fußball zu spielen und die zu schlagen. Wenn wir gewinnen, machen wir viele Tore. Also kommt mit, ich zeige euch meinen Tag. Wie Aito früher gemacht hat. Er war hier gestern. Lange Ball? Er gestern. Lange Ball? Ich verlängere. Aito ist da. Kap zu Hause sitzen in der Sofa und guck alles Tor von der Irse. Gegen Wolfsburg. Gegen Wolfsburg? Gegen Wolfsburg hat er kein Tor gemacht. Da habe ich ihn gedacht, kein Tor. Hinter mir, hinter mir, laufen, laufen. Warte, Junge. Schiebt der eine mal ein Stück weit hoch. So. Und da müssen wir halt dran sein. Das haben wir eben geübt. So, und dann kommt nur noch der lange Ball und da müssen wir halt dran sein. Eng im Zentrum, so wie wir es trainiert haben, so dass der Ball nicht hier durchs Zentrum durchkommen kann. Und den Rest, der liegt dann uns zu. Die werden immer schießen. Wenn die Möglichkeit haben, werden die drauf schießen, weil wir sind jetzt keine Mannschaft, die eine Mannschaft auseinander nimmt. Ihr müsst irgendwann Risiko gehen, um nach vorne zu gehen. Irgendwann ist das Risiko. Und da müsst ihr ein Gespür kriegen für den Torwart. Wenn die dann nur mit dem Torwart, normalerweise bauen die mit 3 auf. Kann sein, dass wenn der Torwart kommt, dass sie nur mit 2 aufbauen. Das ist der Torwart und ein Spieler. Und die anderen nur nach vorne gehen. Kann aber auch sein, dass der Torwart zentral ist und die trotzdem so mit 3 aufbauen. Das ist auch okay. Ist okay, lass die so. Und das ist sogar noch besser, wenn der Torwart da ist. Die sagen, der soll spielerisch gut sein. Der ist nur so spielerisch gut, wie wir den attackieren. Es ist ein Unterschied, ob man das trainiert oder nur hört, wenn wir auch mit der Starting Six so spielen, wie wir heute das geübt haben, nur dass die anderen auch so ein bisschen ein Gefühl reinbekommen für nachher. Und wir haben noch genug Zeit, zieht euch weiter um. Danach bringt ihr die Sachen rüber und danach gehen wir runter. Warm machen. Da bin ich wieder gekommen. Ich muss wieder ran. Mal schauen, wie es diesmal wird. Im letzten Mal habe ich schon einige was beigebracht. Mal schauen, was heute passiert. Außerhalb ist. Außerhalb schießen. 3 Bälle. Außen sind 2. Und in der Mitte. Von außen, wenn du die triffst, sind 2 Punkte. Wenn du in der Mitte triffst, 1 Punkt. Also, was machen wir? Schießen in der Mitte.
ganz gut. Aber leider hat ein anderer, ich glaube, 6 Punkte gemacht, von daher. Egal, zweiter Platz auch okay. Ja, schweres Spiel heute und entscheidend. Ne? Also wenn man jetzt sieht, gerade Gönnergy 7-0 gewonnen, ist das natürlich unsere Chance, auch wieder da anzugreifen in den Top 4. Ich sage jetzt einfach mal 5-2 Gold 11. Lassen wir mal so stehen. Ne? 2 Tore aber von George. Lassen wir mal so stehen, ich sag besser nichts. Nach dem Spiel sehen wir uns wieder, okay? Dann kommst du wieder auf mich zurück, okay? Der liebe Andi ist wieder mit am Start. Und wir haben Sarg am Start. Wir haben geplant, den einmal wieder auferstehen zu lassen im Sarg. Das Ganze wird so ausschauen, dass ich mit 5 Ultras von uns vorne weglaufen mit dem Sarg. Wir laufen einmal ein, ihr lauft einfach hinterher, ganz normal. Und dann stellt ihr euch einmal hinter dem Sarg auf. Also an der Mittellinie, Blick Richtung diesem Tor. Der Sarg steht dann vor euch. Ich und die anderen stehen dann links, rechts noch neben Sarg. Andi krabbelt da einmal kurz raus, lässt sich kurz feiern, kommt zu euch. Dann sind wir soweit durch. Ihr zieht ganz normal an den Seitenrand, da wo wir normal immer einlaufen. Und wir gehen im Sarg einmal wieder raus. Gab's nicht noch einen Hut? Wo weiß ich? Ich sehe. Ja, ich hab den Kopf, okay, die weiter. Ja, auf jeden Fall. Ja. Noch ein bisschen. Los, das geht los, hey! Männer, trotzdem Fokus. 3, 2, 1, Mann! Alle nach unten. Gut. Trainiert haben, Jungs. Ey, direkt Gas geben. Marschieren. Marschieren nach vorne. Direkt Gas geben, Jungs. Miteinander reden. Kommunizieren. Das ist das A und O. Stehen, dabei sein, reden, kaputt sein. Der Nächste kommt raus, der Nächste geht rein. Dann gehen wir weiter Gas. Wir müssen den läuferisch wehtun, Gas geben. Wir kriegen unsere Chancen. Da gehen die Zweikämpfe, arbeiten. Okay? Komm. Komm, Männer. Eintracht! Bravo! 3, 2, 1. Und hier wird angepfiffen. Anstoß. Marco kämpft um sein Leben. Wir gewinnen den Ball. Machen ruhig. Versuchen von hinten aufzubauen. Marco spielt diesen Chipball, den Golden 11 normalerweise spielt. Yannick nimmt den Ball nicht gut mit. Es gibt eine Situation, wo Yannick auch nochmal vor dem Torwart steht, mit links schießen muss und macht den nicht und versucht seinen Linken zu umgehen. Hier macht Golden 11 das schnell. Wir haben gepennt, weil da gibt es keinen Abseits dann. Und jetzt versuchen wir, jetzt macht Golden 11 das, was sie immer machen. Spielen den Diagonalball und wir pennen da und verursachen eine Ecke. Und Golden 11 gewinnt den Ball, spielt Überzahl, spielt das nicht gut aus. Wir gewinnen den Ball in der Mitte, sind dann in Überzahl 3 gegen 1. Und Ritchie steht vom Tor und macht das sehr, sehr schlecht. Muss ja nochmal querspielen. Dann würde ich gerne nochmal Zeitlupe sehen. Da muss er querspielen, dann sind wir in Führung. Jetzt kommt das Replay. Und Golden 11 hat zuerst den Ball. Wir verteidigen mit 2 Spielern, mit Yannick und Andy. Und hier machen die das sehr gut. Er ist im 16er drin, nimmt den direkt. Das ist schwer für den Torwart. Und dann ist Golden 11 in Führung 1-0. Und jetzt haben wir den Ball. Andy führt den Ball, spielt nach außen. Und da haben wir keine Ruhe. Ne? Wir sind einfach zu hektisch. Andy hat den Ball, spielt den jetzt aus und jetzt muss er zu Ritchie spielen. Da würde ich auch noch mal gerne eine Zeit übersehen. Da muss der Ball zu Ritchie kommen. Aber er geht nicht. Aber wir versuchen uns den Ball wieder zu holen. Sind in Unterzahl
Und jetzt können wir die, stellen wir, versuchen die zuzumachen, hat einen super Beischuss gespielt. Aber wir gewinnen den Ball und das macht Marco überragend. Ne? Schießt das Tor, das leere Tor, weil die rausgekommen sind, hatten kein Torwart drin. Und jetzt gibt der Ricci einen Beinschuss, aber Ricci arbeitet noch gut nach hinten, aber leider dritte Ecke, so Penalty für Golden 11 normalerweise. Von 10 Elfmeter macht er 10 rein, diesmal an Forsten und der geht raus und wir können uns in die Halbzeit retten. Ey, gut, alles gut. Mit einem Jungs, 1:1. Cesar, wenn du reinkommst, lauf nicht überall rum, besonders defensiv, halt die Position. Lauf nicht von da nach da, nach da, nach da, nach da, weißt du? Dann ist eine Lücke drin. Bleib, versuch mehr Dings, redet miteinander. Sonst alles gut, alles gut, alles gut. 1-1, nichts passiert. Und macht nicht in der Mitte diese 1 gegen 1 Situationen. Dings. Spielt den Ricci an, wenn er da steht. Okay? Wir spielen mit den ersten 6 weiter. Tugi kommt rein, raus, Ricci ist dafür von Anfang an drin. Okay? In der zweiten Hälfte wieder Anstoß. Hier sieht man das nicht genau, aber Golden 11 spielt komplette zweite Halbzeit in einer Viererkette. Hier so ein langer Ball, wo wir gepennt haben. Wir gewinnen zwar den Ball, aber hauen den Ball irgendwo hin, verlieren den Zweikampf und daraus macht Golden 11 das 2-1. Und danach, die haben schon in der Viererkette gespielt, aber hier sieht man einfach, Andi holt den Ball, versucht die Jungs nochmal aufzupischen, deswegen ist Andi so wichtig für uns, dass es weitergeht. Wir haben noch genug Zeit. Onni spielt diese lange Bälle zu Andi. Andi nimmt ihn gut an. Und da muss Janik ruhig machen. Keiner ist hinter ihm. Nimmt den Ball an. Du bist im 16er. Wenn du dich faul, dann ist Elfmeter. Wir kreieren auf jeden Fall die Torchance. Trotz, dass Golden 11 mit der Viererkette spielt. Hier spielt Andi super rüber zu Emre. Und Emre macht das stark, macht das 2-2. Starkes Tor. Man sieht einfach, dass er ein Offensivspieler ist, dass er Tore machen kann. Und jetzt versuchen wir versuchen, deren Tricks anzuwenden, diese langen Bälle zu spielen. Und hier kann der Torwart nicht gut halten und da muss er Yannick das Tor machen. Anders geht es nicht. Der muss das Tor machen, kriegt die zweite Chance. Er schießt nicht drauf. Hier sieht man, wie der nicht rausschießt, der Gegner macht fast das Tor selber rein. Und da muss er dafür keine Angst haben, und einfach das Tor zu machen. Hier haben wir Glück, dass Golden 11 den Ball rüberspielen will und nicht selber das Tor macht. Dann gibt es jetzt die Galaxy Fairplay. Bei Foul, dann ist vorbei. Da muss man raus, muss der Spieler, der gefolgt ist, muss raus. Wir haben hier nochmal so ein langer Ball, der kommt nicht richtig an. Wir haben Druck, ist nur noch eine Minute zu spielen. Wir versuchen Sachen, die nicht funktionieren, durch die Mitte, durch die Schnittstellen, die gar nicht funktionieren. Aber wir sind als Mannschaft da, wir ackern gemeinsam, versuchen das Spiel schnell zu machen. Und warten auf diese eine Möglichkeit, um ein Tor zu machen. Langer Ball, Marco. Und guckt euch das an. Ein Traumtor. Traumtor. Unglaublich, was für ein Tor. Den Mut musst du erst haben, den Ball auch so zu nehmen, den Volley zu nehmen und ihn dann da oben reinzuhauen. Es sind nur noch letzte 10 Sekunden. Wir müssen arbeiten, um das Ding über die Zeit zu bekommen. Und da haben wir es jetzt auch geschafft. Es ist vorbei. 3 Punkte mitgenommen. Schönes Spiel. Danke. Aber wer hat sich ausgedacht, dass ihr in der Viererkette spielt? Wer echt? Wir haben es so gut gemacht. Ja, ey. Richtig gut. Immer. Aber wir sind immer zurückgekommen irgendwie. Ja. Was? Hast du dich
Was war das vor dem Spiel? Ja. 5-2 Golden 11. Was denn? Du weißt, Hans, er sagt 5-2 ziehen die uns ab. Hat er gesagt? Wie viel ist ausgegangen? 3-2 mit Abseits-Tor, aber geil. Warte. War Abseits? Sag ehrlich. Ich hab nicht gesehen. Ah, Togi. Ja. Erzähl mal, was hast du gedacht bei dem Tor? Soll ich echt sagen? Als der Ball gekommen ist. Ich wusste erstmal, dass der Dings den spielt. Das wäre ich. Der Marco, der spielt die gerne. Und dann dachte ich, alles oder nichts. Entweder kommen die Final Four oder nicht. Alles oder nichts, hab ich. Die haben aber gesagt, das war Abseits. Ich sag dir, es könnte knapp gewesen sein. Alter, bei so einem Tor gar nicht. Es könnte knapp gewesen sein. Ich glaube, der Babak, der wollte pfeifen abseits, da hat er aber so gemacht. Er konnte nicht mehr pfeifen. Yo! 3-2 gewonnen. Was für ein Spiel, was für ein krankes Spiel. Wir haben Torchancen gehabt, haben sie nicht genutzt. Die hätten auch weiter in Führung gehen können beim 3 gegen 3. Aber am Ende, glaube ich, hat die verdiente Mannschaft gewonnen. Wir haben echt mehr Torchancen gehabt. 3 Punkte, Mund abputzen. Aber noch eins wollte ich sagen, Kramer, Chris, wie kannst du hier bei Kleinfeldischem Fußball Viererkette spielen? Was ist los? Aber ich weiß genau, ihr hattet Angst vor uns. Deswegen war das Mittel auch gut, hätte auch fast geklappt. Aber wir haben gewonnen, Chris. 3-2, 3 Punkte. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt ein Like, kommentiert. Bis nächste Woche. Peace.